Hallo, ich habe mal wieder ein Speedpaint or Draw für euch. Diesmal habe ich Prismacolor Buntstifte benutzt, um auf schwarzem Papier zu zeichnen. Es ist ein Clownsfisch, der da im Entstehen ist. Ich mag die Farben furchtbar gerne und dachte, dass er auf schwarz sicher schön wirken wird. Die Prismacolor habe ich bereits seit einiger Zeit und habe erst letzten Herbst herausgefunden, dass ich sie auf Schwarz ganz besonders mag. Natürlich geht das auch auf Weiß, da wirken sogar die Farben ein wenig anders, viel knalliger, aber auf Schwarz gefällt er mir besonders gut. Was man auf schwarzem Papier beachten sollte mit den Buntstiften, ist vor allem, dass man den Blenderstift nicht benutzt. Wie ihr seht, man sieht die Linien und ich habe den Blender nicht benutzt, weil der Blenderstift die Farben transparenter macht und durch den schwarzen Untergrund verlieren sie an Leuchtkraft. Auf Weiß funktioniert der Blender hervorragend und macht die Oberfläche dann weniger strukturiert und ziemlich glatt. Zu der Oberfläche. Also hier habe ich, das ist übrigens der erste Versuch auf diesem Papier, das ist von Kenson XL Dessin Noir schwarzes Zeichenpapier. Es ist strukturierter als das, was ich vorher hatte. Und das sieht man auch in der Zeichnung. Der Farbauftrag ist nicht so glatt, wie ich das gewohnt bin. Und vor allem bei den ersten Schichten hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, mich an diese Optik zu gewöhnen. Im Endeffekt finde ich das für den Fisch eigentlich ganz gut. Es sieht aus wie Schuppen, möchte man sagen, die der Fisch ja auch hat. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde danach ein bisschen rumprobieren und üben müssen. Außerdem habe ich das Gefühl, dass vor allem bei den Prismacolors die Rottöne sich schlechter verblenden lassen. Zumindest bei mir. Ich habe das schon bei den Oktopoden im schwarzen Sketchbook bemerkt, dass der rote streifiger wurde, obwohl ich die gleiche Technik benutzt habe. Bei Blau- oder Brauntönen gelingt mir das viel besser und sieht auch viel, viel schöner aus. Also die lassen sich viel besser in Schichten auftragen, etc. Ja, der Clownsfisch, den kennen wahrscheinlich alle von Findet Nemo und irgendwie ist er farblich schon so schön. Natürlich könnte ich Dory auch zeichnen, die würde sie wahrscheinlich farblich auch. Oh, vielleicht Dory ist wohl der nächste Versuch. Ich habe nämlich noch einen anderen schwarzen Block gekauft und wollte auf dem ebenfalls eine Testzeichnung machen, um die Papiere zu vergleichen. Dann gibt es eine kleine Review und einen Vergleich von schwarzen Zeichenpapieren, falls es jemanden interessieren sollte. Ich fand das ganz spannend und auf dem Blog gab es auch Anfragen diesbezüglich. Bisher hatte ich nur das kleine schwarze Sketchbook, in dem der Oktopus und die Schneeflocke auf dem Channel zu sehen waren. Da ist das Papier deutlich glatter und deutlich dünner. Das gefällt mir aber persönlich etwas weniger. Ich werde da, glaube ich, noch ein bisschen rumprobieren müssen, bevor ich eine endgültige Entscheidung fälle. Und werde das natürlich alles mitteilen, falls es jemanden interessiert. Ansonsten danke ich schon mal fürs Zuschauen und jetzt lasse ich ein bisschen Musik spielen. Bis bald. Tschüss. What do you mean you connect to the ocean? I never lived more than like 5-10 minutes drive from the ocean. I always felt the need to be close to the ocean.
about many things when you're in the world, just when's the next wave coming and what am I going to do on the wave, and it's a great time to clean your head from anything else that happened before, or, you know, it's a great distraction from reality. Thank you.